Hallo, mein Name ist Florian Pauls. Ich bin wissenschaftlicher Sammlungsmanager am Alliiertenmuseum. Und ja, ich wollte euch heute einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen unserer alltäglichen Arbeit führen. Und deswegen nehme ich euch jetzt gleich mit in meine Arbeitswelt in das Museumsdepot. Im Museumsdepot bringen wir die Objekte unter, die wir euch zurzeit nicht in unseren Ausstellungen präsentieren können. Meist wird nur der kleinste Teil der Objekte, die ein Museum besitzt, auch gezeigt. Im Alliiertenmuseum zum Beispiel befinden sich ca. 1500 Objekte in der Dauerausstellung. Die Sammlung jedoch umfasst ca. 300 bis 500.000 Objekte. Es kommt darauf an, wie man sie zählt. Und da ist alles dabei, von der Briefmarke bis zum Panzer. Unsere Bestände sind über drei Standorte verteilt. Und wir befinden uns hier jetzt gerade in unserem Hauptdepot. Museen sollen nicht nur die Objekte, die sie besitzen, ausstellen, sondern auch für die Nachwelt bewahren. Wie jedes andere Museum hat das Alliiertenmuseum einen Sammlungsauftrag. Das Sammeln von Objekten zur Geschichte der westlichen Schutzmächte in Berlin und in den alten Bundesländern. 1994 zogen die USA, Frankreich und Großbritannien ihre letzten Truppen aus Berlin ab. Dem Aufbaustab des Alliiertenmuseums hinterließen sie dabei zehntausende Objekte. Fast täglich kommen weitere hinzu. Meist von euch, den Besuchern, Schenkern und Freunden des Alliiertenmuseums. Dafür möchte ich an dieser Stelle schon einmal vielen, vielen, vielen Dank sagen. Das Depot des Alliiertenmuseums ist ein Speicher voller Geschichte und Geschichten, voller Erinnerungen an die Zeit des Kalten Krieges in Berlin und in Deutschland. Meine Aufgabe ist es, die Erschließung der Sammlung zu koordinieren und die Objekte sowie die einzelnen Geschichten, die mit ihnen verbunden sind, für die Nachwelt zu erhalten und zu dokumentieren. Ein Beispiel ist diese Tasse. Sie gehört zu einem 51-teiligen Kaffeeservice, das eine deutsche Mitarbeiterin in einem amerikanischen Einkaufszentrum oder PX in Baumholder 1959 zum Abschied geschenkt bekam. In diesem Jahr nämlich zog sie aus der rheinland-pfälzischen Garnisonsstadt nach Berlin. Jahre später schenkte uns ihr Sohn das Service. Meine Kolleginnen und ich kümmern uns jeden Tag darum, die Erinnerungen an diese für Deutschland unheimlich prägende Epoche zu erhalten. Egal ob durch Führungen, Vorträge, Ausstellungen oder eben dem Erhalt und Sammeln von Objekten. So, jetzt muss ich aber weitermachen. Aber wer weiß, vielleicht motivieren die Likes von euch uns ja für ein weiteres Video. Ciao!